Sanandasana, die Stellung mit großer Freude, auch bezeichnet nach Sananda, deshalb auch Sanandanasana, ist ein Asana, welches zu den Sitzhaltungen gehört. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung auf dem Gesäß, dann strecke die Beine aus zum Langsitz, beuge die Knie leicht und gib die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen und gib die Hände auf die Knie. Setze dich gerade hin und empfinde tiefe Freude. Das ist Sanandanasana. Diese Stellung ist benannt nach Sananda. Sananda ist einer der vier Kumaras und die vier Kumaras spielen in der indischen Mythologie eine wichtige Rolle. Sie gelten als die Urmenschen, die Urväter der Menschheit. Sie gelten als geistgeborene Söhne von Brahma, die allerdings nicht die Schöpfung so weitergeführt haben, wie es Brahma wollte, sondern sie wollten schnell die Gottverwirklichung erreichen. Und sie suchten also einen Guru, sie waren allerdings die einzigen Menschen, also war es schwierig mit dem Guru, aber es gibt ja die Aussage, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit. Und wenn die Schüler bereit sind und kein menschlicher Guru da ist, dann muss eben ein göttlicher Guru sich inkarnieren. So inkarnierte sich Shiva als Dakshinamurti. Und die vier Kumaras sahen plötzlich diese Inkarnation von Shiva und sie wurden seine Schüler und erreichten die Gottverwirklichung. Chinmudra zum Beispiel hängt mit den vier Kumaras zusammen. Shiva soll nämlich diese Handhaltung gemacht haben, die bedeutet, Daumen ist Brahma, Zeigefinger ist das Ego und die drei anderen Finger, Sattva, Rajas und Tamas. Das Ego muss sich wegbewegen von den drei Gunas, muss sich verneigen, eins werden mit Brahman, dann ist die Gottverwirklichung erreicht. Und so war Sananda, nachdem Sanandanasana benannt wird, einer der vier Kumaras. Sanat Kumara ist oft der unter diesen vier, der am bekanntesten ist, aber Sananda ist einer davon. Und vielleicht war Sananda besonders in dieser Stellung, wenn er in Samadhi gegangen ist, obgleich wir normalerweise in kreuzbeinige Stellungen gehen für die Meditation. Vielleicht noch etwas zu diesem Mythos, dieser Urmythos von Inkarnation Gottes mit vier Schülern findet man auch später weiter. Zum Beispiel von Shankaracharya heißt es, dass er vier Schüler hatte, eben Padmapada, Totaka, Sureshwara und Hastamalaka. Oder auch ein Meister, Shankara war um 800 nach Christus, im Vaishnavismus ist Chaitanya Mahaprabhu, auch genannt Gauranga. Und auch der hatte wieder vier Schüler. Und auch er wird gerne so dargestellt wie Dakshinamurti mit seinen vier Schülern und wie Shankara mit seinen vier Schülern. Über all das kannst du nachdenken, wenn du Sanandanasana übst und dich dann in höhere Bewusstseinsebenen begibst.